Recht herzlich willkommen zur 112. Folge von Simotrans. Ja, letztes Mal haben wir noch ein bisschen geguckt. Da ging es auf dem Markt in, wie heißt es unten noch, Riedenburg? Ne, Riedenburg war das nicht. Oder? Ne, Riedenburg war das nicht, Radolfzell. Radolfzell, da war ja Stau von der Milch und ne, Milch war es doch auch, ne? Hatte ich nur Südfrüchte letztes Mal auf dem Schirm, aber die Milch ist auch voll gelaufen. Die kommen nämlich auch per Schiff rüber. Und das ist das Problem, dass das jetzt gerade nicht so lief. Beladung ist hier 100%, 000. Okay, da läuft auch nicht so ganz so viel. Ja, ist halt so, ne? Was willst du machen? Es wird hier aber noch produziert, oder wie? Ja, Bier ist gefragt. Und warum stehen die hier so und warten, wenn da Bier gefragt ist? Ist Bier auf dem Markt voll? Oh, ist auch nicht da, okay. Na dann. Ja, was bleibt uns über? Gute Frage, ne? Gucken wir erstmal einmal rüber, wie die Stadt hier so am Wachsen ist. Das ist aber alles abgedeckt. Dann gehen wir die Abdeckung nochmal nachgucken, obwohl ich nicht mehr weiß. Vielleicht habe ich die auch irgendwo schon abgedeckt gemacht. Hier sieht alles gut aus, ist abgedeckt. Da holen wir die Karte nochmal rein. Dann gehen wir nach hier oben, da sieht es auch prima aus. Hadexen hat noch nichts neu gemacht. Gut, Riedenburg ist hier oben. Sieht auch okay aus. Auch keine weiteren Auswüchse der Stadt. Ja, dann Waldeck. Die bauen immer noch die Straße hier unten riesengroß aus. Und Floto. Floto ist auch noch nicht weiter. Und dann haben wir noch Sonderhausen, das auch noch in seinem Rahmen ist. Dann bleibt nur noch Lauter. Lauter hat da ein Stück Straße gebaut, aber sich noch nicht so weiter, dass wir es bauen müssen. Okay, hier war ja die Postgeschichte noch, die wir gemacht hatten. Post- und Personenverkehr. Hier fährt gerade ein Postwagen lang, den gucken wir uns doch mal an. Der hat 70,85 Pakete. Das ist cool. Post lauter, sondern, ah, okay, das ist der Verbindungsbus, Bus, Postwagen. Dann warten wir den gerade ab, wenn er da abgeliefert hat, weil dann fährt er ja zurück, wie voll der ist. Okay, 72,85, dann hat er noch Platz für 13 in Sonderhausen, ne? Liefert aber 26 Sacken Post in Sonderhausen ab, also sieht das auch ganz gut aus. Ja, hat man Floto noch mit Post angeschlossen? Ja, haben wir gemacht. Jetzt ist die Frage, wie wir mit der Post weiter fortfahren. Lass uns dazu mal gerade erstmal die Stadtstatistiken aufrufen. Stadtliste mit Einwohner. Aufsteigen, Döbeln, Lauterhammer, Floto, Radolfzell ist dann die nächstgrößere Stadt, die dritte. Das würde bedeuten, ja, Altenau. Und dann sollte man, wenn, von, warte mal die Karte, wenn, dann sollte man von Floto nach Döbeln Post liefern und diese Verbindung machen, ne? Döbeln ist natürlich, glaube ich, der kleinste Ort, oder wie war das eben? Glaube ja, ne, oder? Ne, gar nicht. Einwohner aufsteigend. Doch, Döbeln ist der kleinste Ort. Mhm. Also Lauter, Floto, Radolfzell und Altenau. Sonnenhausen. 650, 1000 und Adenau haben wir mit 946 da, naja. Vielleicht machen wir das jetzt mal gerade, oder? Entschuldigung. Gehen wir hier mal runter und bauen diese Stadt als erstes aus, oder?
Fahrzeuge, Post. Hier. Updaten. Oh, hier geht nicht. Müssen wir die Straße für verlängern. Dann müssen wir da einen Postkasten hintermachen. Da können wir daneben bauen. Entschuldigung. Krabbelt was im Hals gerade. Da können wir das da machen. Hier geht die Poststelle um die Ecke rum. Da davor. Dann ist da noch eine. Ja, dann machen wir dazu. Ich weiß jetzt aber nicht, wo sie hingehört. Da oder da? Schwierig, ne? Müssen wir gerade mal nachchecken. Adolf Zell, Konrad-Adenauer Straße gehört die Poststelle zu. Das ist also da, passt. Und dann brauchen wir nochmal den Postkasten. Hier fehlt es auch dran und da ist es natürlich schlecht gebaut. Dann müssen wir eine neue Straße bauen dann. Das geht. Hier haben wir schon, da haben wir nicht. Geht auch nicht gegen diagonal oder so. Das bedeutet da auch die Straße verlängern. Und hier, das ist äußerst schlecht. Ja, nützt nichts, aber da müssen wir auch irgendwie die Lösung finden und ich denke, wir ziehen es darüber und bauen dann da die Haltestelle hin. Ja. Können wir da noch die Poststelle machen? Und dann haben wir hier erstmal abgedeckt, oder? Ja, denke ich schon. Ja, Klosterbrauerei. Macht eigentlich Sinn, die da mitzunehmen. Oh Gott, da staut sich's. Super. Läuft. So, ich glaube aber, wir haben dann auch alle innerstädtischen Bushaltestellen mit Postkästen versehen. Ja. Das bedeutet, das löst sich gerade auf. Das ist super. Hier hatten wir jetzt auch noch einen gemacht, ne? Ja. So, dann holen wir da jetzt den Postwagen raus, der da die Post holt und umbringt. Da sind ja welche reingefahren. Dann machen wir das erstmal weg. Und dann holen wir den da rein. Und stellen den. Jetzt müsste man gerade nochmal gucken, wie. Nein. Oder? Ja, der kann eigentlich rein theoretisch so fahren wie der Stadtbus Radolf Zell, oder? Starten wir mal. So, das ist unser Fahrzeug. Radolf Zell, Titangasse fährt er als erstes. Und die ist wo? Hier. Okay. Gucken wir mal, ob er da schon Post kriegt. Nee. Nächstes Ziel ist Norddeutsche Mühle. Okay, dann fährt er da oben auch hin. Da Post? Nee. So, jetzt die Tarngasse wieder zurück. Hat er keine Post gekriegt. Und jetzt ist es der Jupiterweg. Da gab es zweimal Post. Hier außen nicht. Wo ist er? Hauptzentrale.
Hat er schon irgendwo abgeliefert? Okay. Fährt jetzt zum Markt. Oder war er auch schon vorbei? Kommt jetzt hier unten wieder her. Wo ist er denn jetzt? Ich sehe nicht mehr. Ach so, der ist dann zum Rathaus gefahren und dann hoch. Okay. Hat er da auch abgeliefert? Kommt zurück, fährt da lang. Ah, die 5 erwischt. Meine Lieblingstaste. Nicht da lang. Fährt da durch? Nee, hat er angehalten. Dreisackpost war dort hinter der Hangasse. Okay. Einmal McKinney hat er gemacht. Fährt er jetzt hier hinten auch noch hin? Sieht wohl so aus, dass wir das da mit drin hatten, ne? Aber wir hatten da leider nichts drin. Das heißt, wir bauen da mal schnell noch eine rein. Gut, dann hat das auch Post. Fürs nächste Mal. Okay, fährt jetzt hier oben die Tangasse an. Ne, Kaiser-Franz-Gasse war das. Jupiterweg. Ulrichstraße. Die Tangasse ist jetzt weg. Okay, da oben nochmal. Hat er auch bekommen, sehr schön. Ja, ich sag mal, der macht sich, ne? Das wird schon klappen. Ich glaube, den lassen wir jetzt mal außen vor. Und überlegen uns gerade, wie wir die anderen anbinden. Hier ist ja nicht ganz so groß, aber... Ja, komm, dann machen wir jetzt eine neues Fahrzeug dann und das... Ja, dann müssen wir unten ins Depot. Und schicken das aber... Ah. Nee, machen wir auch innerstädtisch, oder? Erstmal Briefkästen aufstellen. Hier haben wir nicht, da müssen wir die Straße länger ziehen. Hier geht über Eck. Hier geht daneben. Da ist länger. Hier geht über Eck. Hier geht daneben und hier geht noch davor, alles klar. Postkasten rausgesucht, da. Dort, 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 da war über Eck, da machen wir davor, über Eck und da haben wir dahinter gemacht. Passt hier. Dann können wir hier jetzt noch ein Fahrzeugchen machen, aber bevor wir das machen, gehen wir gerade nach Döbeln. Und machen das da auch noch. Hier davor. Ja, da müssen wir die Straße tatsächlich verlängern. Das geht das nicht. Oder es wäre vielleicht über Eck hier irgendwo gegangen, aber glaube ich nicht. Da geht über Eck. Da geht daneben. Hier geht nicht über Eck, da verlängern wir. Und am Hafen kriegen wir auch einen gut. Postkisten setzen. Da. Dort. Dort, da und da. Entschuldigung. So, das haben wir gemacht. Und dann brauchen wir jetzt ein innerstädtisches Fahrzeug. Einmal hier für Döbeln und einmal für, sag schon, Altenau oder Adenau. Adenau, glaube ich, ne? Gut, das weg.
da rein, den auswählen und die Linie ist Stadtbus Döbeln. Da, knapp daneben ist auch vorbei, ne? Und starten, und dann holen wir noch einen. Wo habe ich den jetzt? Döbeln hatten wir gerade und das andere war Adenauer, ne? Okay, dann war es nicht. Habe ich jetzt auch Altenau, ich habe Adenau gesagt und Altenau genommen. Das ist nämlich knapp daneben, ne? So, jetzt passt's. So, das ist untereinander noch nicht verbunden, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Jetzt fahren die erstmal die Post innerstädtisch und dann hin und her in der großen Runde, also die drei Städte hier zusammen, und dann schließen wir die nächste Runde vielleicht dann auch noch an das Netz Floto an mit Schiff. Gut, dann haben wir es erst geschafft, würde ich sagen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.